Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X-2. Ich habe wieder Spaß gefunden, weil der Kampf gegen Bagnegan nicht annähernd so assi ist wie der Kampf gegen die anderen Viecher vorher. Weil ich an ihm relevanten Schaden mache. Er ist nicht zu einfach. Er ergibt Sinn. Also, der Kampf macht Spaß. Ich finde ihn ein bisschen herausfordernd. Also ich finde ihn so alles in allem ziemlich angenehm. Ah stimmt, Hasstackle nur begrenzt. Ah, Shell und Protoss habe ich noch. Angriffsposition und Abwehrposition. Mit Rico drücke ich jetzt die ganze Zeit Batschra rein. Dann haben wir den mal gut gegen. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich mich nicht so stark heile, weil ich natürlich Protoss offen habe. Oder Shell? Keine Ahnung. Ja, der zittert schon ordentlich vor sich hin. Der hat halt auch keine Resistenzen, weil ich die ganze Zeit seine Hände ausschalte, die ihm Resistenzen geben können. Ja, da kommt der Erzengel, aber gleich ist Riku auch schon wieder durch, dann habe ich auch Vajra wieder bereit. So, Angriff, Angriff. Ein bisschen boosten. Ah, bist du boosted? Ja, bin ich. HP-Reparatur auf Riku. Und nochmal. Und dann auch auf den Crusher. Und den Hammer, ja. Der... ist hinüber. Ha! Maybe we're finished? Finished indeed. Farallai! All of Spira is finished. Ich dachte schon, es war einfach. Warum müssen Gegner eine zweite Phase haben? Das tut doch nicht Not. He's got a plan B too. He's panicking. Yuna, end it now.
This is it, everybody! Stay focused! Wo geht's denn jetzt hin? What the fuck? Alles klar. Julian! Can't end like this. I'm getting ticked off. So. Rico wechselt mal wieder munter durch. Komm, Vecnagon. Let us purge this repulsive world. So, einmal hier durchwechseln. Und... Oh. Au. So, dann hier erstmal Vashra. Hey, weh, das tötet mich jetzt. Gut. Dann setze ich erstmal meine Heilung auf Rico ein. Was macht er denn jetzt? Weißt du, wenn ich einmal was tun darf, darf er dreimal was tun. So, ich setze erstmal Bunker ein. Und Booster. Acta est fabula. So, HP-Reparatur auf Rico. Now begins. Ja, ich setze meinen Bunker, du Arschloch. So, Sensor auf Backlogger. Nagros Position auf Rico. Most Zerta. Aha! So. Ja, 38.000. Okay. Bei den Festungen an seiner Seite wieder zum Leben. Das aus dem Nemo Antemortem Beatus. Hey, ich bin aus der Schule raus, um keinen Stress mehr mit Latein zu haben. Halt die Schnauze. Ist das eigentlich Jack, der da mit mir redet? So, Ziellaser auf Vecnagon. Kann ich mir jetzt mal leisten. Setzt man wieder HP-Reparatur ein. Und Vashra. Ach, was war Lacrimosa nochmal? Die Tränenreiche oder so? Ja, MP-Schaden macht mir jetzt nicht so viel aus. Was macht denn der jetzt für eine Kacke? Dieses... Mors Ante Postquem oder wie das hieß.
Also, Rikus Machina ist halt schon irgendwo krass. Ich habe gerade seine rechte Festung mit 8000 Schaden weggeschossen. Ja, das ist Jack. So. Ja, so läuft der Kampf doch. Was mich ein bisschen anätzt, ist, dass ich einmal die Leiste durchlaufen lassen muss, damit ich einen Befehl geben kann, und dann musst du nochmal durchlaufen. Bei Final Fantasy VII war das doch anders. Wenn die einmal durchgelaufen ist, wurde was getan. Oder? Ich hab die VII schon lange nicht mehr gespielt. Ganz schön verzögert. Ich aktiviere nochmal Bunker. Und Booster. Und er macht hier wieder seinen Spezialangriff. Der aber nichts gegen mich bringt. Warum mache ich dem rechten Bunker eigentlich mehr Schaden als dem linken? Riku, Pain, this is your time, you must defend it. All shall find rest. So, immer rauf auf Wagner Gun. Kannst du mal aufhören mit dieser Kacke? Junge, gehst du mir auf den Sack. Ich muss zwischendrin mal wieder Sensor einsetzen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele Lebenspunkte er hatte. Ich habe nicht mitgezählt. Der dürfte nicht mehr so viel haben. Ich würde mal sagen, so knapp 10.000 hat er noch. Au! Ja, oder auch nicht. Errungenschaft Kriegsmaschinerie. Ja, es wurde auf Festung L gepolt, weil Wagner ganz tot ist. Ich hätte definitiv öfters mit Rikus Ding hier spielen müssen. Wahrscheinlich hätte ich dadurch andere Kämpfe besser bestanden. Julian. Len. There's something I must tell you. Words left unspoken for 1,000 years. I love you. And I'm grateful that you stayed with me until the end.
But I couldn't save you. It doesn't matter. Please, don't go on grieving alone. Rest. We can finally fade together. No. Wait! You are not Len! You don't get it, do you? It's no good. He's not listening. Shuyin, please stop this! Put that crybaby to sleep! Und wechseln! Ja, wir spielen jetzt das große Kleiderwechsel-Dich-Spiel. Schrecken von Sanakan. Ja! Entspann dich, du Arschloch! Ah, da ist der Weltmeister! Also das war jetzt schon ein bisschen Overkill, ne? Setz mal Erzengel auf Yuna ein. Ah, scheiß drauf. Don't interfere. Gemetzel. Süß. Stampf. Stay focused. Was kommt jetzt? Salto-Hieb? Ja. Komm, ich drück dir jetzt erstmal Vajra dann rein. Wie daneben. Ich sensor dich erstmal. Eine Verkörperung der Trauer und Verzweiflung eines jungen Mannes, der vor 1000 Jahren seine geliebte Lan nicht retten konnte. 23.000. Alles klar. Be gone. Ah, Energieregen. So, zwischendurch auch mal wieder MP-Reparatur einsetzen. All this ugliness must end. Schrecken von Sanakan. Ja, da ist jetzt so ein bisschen Gegenheilen mal angebissen. Aber ich drücke ihm jetzt halt auch erstmal eine Kanone ins Gesicht. Abwehrposition. Vajra und Bunker. Sturm und Schlag, das heißt doch Sturm und Drang. Ich bin schon wieder bei 20 Minuten?
Ja, lauf, Forrest, lauf. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.